Hallo, mein Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video werden wir wieder meine Nägel mal machen, wo ihr seht, ja, die sind rausgewachsen, stark rausgewachsen. Auf der Kamera sieht der Farbunterschied noch krasser aus. Okay. Und ja, ich werde die jetzt einfach mal ein bisschen überarbeiten, also auffüllen, weil nächste Woche müssen sie kuppenbündig kurz, weil wir einen Teich bauen und ja. Teichfolie und lange Nägel verträgt sich nicht so. Deswegen muss ich kurze Nägel machen. Gar keinen Bock drauf. Aber naja, macht man, ne? Und ja, ich bin mir noch nicht ganz genau sicher, was ich mache. Ich habe so ein paar Dinge auf Instagram gesehen. Ich verlinke euch natürlich. Wenn ich was nachgearbeitet habe, verlinke ich euch das natürlich. Oder ich zeige euch das Bild. Und dann steht da ja auch der Name und alles, ne? Bloß ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Deswegen weiß ich es jetzt halt noch nicht. Und ja, jetzt würde ich sagen, beginnen wir erstmal mit der Naturnagelvorbereitung. Ich nehme meinen Pro-Pusher. Ja, ich habe schon ein bisschen hier sauber gemacht gehabt. Und ja, jetzt bereiten wir es mal vor. Ich mein Handtuch. Und jetzt werde ich jetzt einmal kurz meine Nägel ein bisschen fräsen. Komplett wegkriege ich die French hier nicht, weil da habe ich ja mal eine Undock-Methode gemacht. Und ich habe keine Lust, meine Nägel komplett runterzuholen. Wir arbeiten einfach nachher ein Full-Cover drüber. So, jetzt habe ich das erstmal grob runtergenommen. Da ist noch eine kleine Delle, die muss auch weg. Mag ich nicht, wenn da irgendwie Dellen sind. So, also ihr seht, das war hier Farbgel weg und so. Das ist aber nicht so schlimm, weil kommt eh Full Cover drüber. So, und jetzt die Nagelhaut entfernen. Pfeile noch mal ein bisschen drüber bei Naturnagel, aber vorsichtig. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Nägel habe so weit rauswachsen lassen. Keine Ahnung. Das ist schon echt lange her. So, entstauben. Und jetzt kommt ein Dehydrator drauf. Nur auf den Naturnagel. Und da müsst ihr auch nicht viel raufklatschen. Der trocknet von alleine. Und jetzt kommt ein Double Tape Primer rauf. Auch nur auf den Naturnagel. Davon braucht ihr auch nicht extrem viel machen. Ne? Den lassen wir jetzt auch trocknen an der Luft. Und dann kommt gleich ein Haftgel. So, das ist jetzt einigermaßen trocknet. Ihr seht, eine glänzende Schicht ist, weil ein Double Tape Primer ist. Und jetzt arbeiten wir das Haftgel in den Naturnagel ein. Bei jedem Haftgel ist das unterschiedlich. Manche müsst ihr nur aufstreichen, manche müsst ihr einarbeiten. Da müsst ihr dann wirklich drauf gucken, wie das Gel benutzt werden soll. Jetzt wird das erstmal ausgehärtet für 60 Sekunden in meiner Kombilampe. So, und jetzt werde ich mir einen Aufbau machen. Also ich werde es natürlich ausgleichen. So, ich habe es jetzt befeilt. Jetzt sieht auch einigermaßen in Ordnung aus. Und jetzt kommt ein neutral oder neutral oder wie ihr es auch nennen wollt, also ein beige, kommt jetzt als Fullcover hier komplett drüber, weil ich blende euch jetzt mal das Bild ein, was ich so ähnlich nacharbeiten möchte. Nicht genauso, aber die French und so halt, ne?
Und da ich ja eine French habe und die nicht wegfallen möchte, weil ich habe keine Lust, mir jetzt komplett Nägel abzufallen für, ja, ich trage sie jetzt eine Woche. Und deswegen mache ich jetzt einfach ein Fullcover mit einem Painting-Gel drauf von Online hat. So, ich habe euch ja das Bild eingeblendet und ich werde das Bunte, weil ich ein Schwarz machen und den weißen Strich werde ich mit, muss ich gucken, ob ich durchsichtige Glitzersteinchen nehmen oder so silbernfarbene. Ich habe dann nämlich gerade total Bock drauf. Und ja, und klar, Glitzersteine auch immer gehen, ne? Und dafür nehme ich hier das Painting Gel in Schwarz von Online hat. Ihr könnt hier das x-beliebige Schwarz nehmen, welches ich auch empfehlen kann, wenn ihr lieber Fingerspitzengefühl mag, das Fingerspitzengefühl, das Art Gel, das ist auch super. Und ja, dann werden wir jetzt erstmal gucken, dass wir das hier ein bisschen ordentlich arbeiten, dass ich das ein bisschen ordentlich hinkriege. Drückt mir die Daumen. Ich weiß, dass es noch nicht ganz mittig ist, aber ich wollte noch nicht ganz rübergehen. Nicht, dass euch jetzt das im Kopf kommt, Alter, das ist nicht ganz mittig. Aber ich arbeite meistens so, wenn ich weiß, ich will noch ein Stück weit nach da, dass ich ein Stück auf der Seite hier arbeite, weil rüberarbeiten kann man immer. Wegwischen und wieder zurückarbeiten ist ein bisschen schwierig. Ja, und jetzt male ich genau daneben. Sowas nennt man dann Intelligenz. Na, wenn man einmal kurz nicht hinguckt, sondern zur Kamera guckt, ob man in der Kamera ist. Intelligenz nennt man das. Ich bin echt so ein kleiner Horschi, ne? Ehrlich. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ehrlich nicht. So. Nochmal. So kann das bleiben. Ich gucke gerade, ob ich irgendwie eine zweite Schicht machen muss, aber nö. Also aushärten und dann setzen wir gleich die Steine. So, ich habe mich jetzt für so silberne entschieden. Also jetzt nicht für Clear, sondern Silber halt. Weil jetzt werde ich mir ein bisschen Acrylgel nehmen. Durchsichtiges, also Clear. So. Und werde mir das so einigermaßen da so hin platzieren, wo ich das hinhaben möchte. Ich sehe jetzt schon wieder, dass ich wie immer viel zu viel Gel habe. Schön. Ich sauber jetzt mal so. Ich mache mir jetzt einfach eine Zellette nass. Wische einmal den Pinsel ab. Und durch die angefeuchtete Zellette reicht der Cleaner auf den Pinsel total. Und dann drücke ich mir das Acrylgel schön platt, aber natürlich da, wo es hin soll. Aber auch nicht jetzt so eine dicke, fette Wulst machen, weil wenn ihr die Steine reindrückt, dann verschwinden die und dann hättet ihr sie auch rüber versiegeln können. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen den Glanz der Steine ja bewahren, nicht? Nee, das sieht irgendwie scheiße aus. Also ich finde das, nee. Nochmal neu. Ja, ihr seid jetzt komplett dabei, weil wieder, ne, wie ich mich immer umentscheide.
So, der Nagel ist jetzt fertig. Also ich glaube, wenn man es mit Make-up geht, macht es jetzt noch besser aus. Aber ich muss einen Vollkörper machen. Und jetzt werde ich einmal die anderen Nägel machen und dann zeige ich euch gleich das fertige Ergebnis. So, und das ist jetzt das fertige Ergebnis. Ich wollte nicht zu viel, habe mir gedacht, schwarze Nägel sehen auch immer schick aus. Ich muss sie noch einölen, ne? Das achtet da nicht so drauf. Und hier habe ich mir gedacht, mache ich es einfach andersrum wie hier. Na, stellt er scharf. Und ja, also es ist eine echt super schnelle Nail Art. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen, einen Kommentar, ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!